Hallo und herzlich willkommen zur 10. Folge unseres wunderbaren Civilization 6 Let's Plays. Ich spiele Civ 6 als Grieche, nämlich mit Perikles. Wie ich ja schon mal in der allerersten Folge sagte, ich habe immer gedacht, dass die Entwickler angekündigt hätten, man kann auch mit anderen Anführern spielen. Aber im Moment ist es ja so, dass man quasi pro Volk nur einen einzigen spielen kann. Das kommt vielleicht noch, mal schauen. Aber wahrscheinlich dann per DLC. So, ich habe festgestellt, ich habe hier mal kurz in die Weltrangliste geschaut, dass ich hier bei Kultur nicht mehr führend bin. Da war ich mal führend, das ist vorbei. Ich weiß nicht, warum Frankreich führend ist. Die haben nämlich nur 16,9 Kultur pro Runde. Ich hingegen 35 und die Römer sogar deutlich mehr. Vielleicht hängt es mit dem Tourismus zusammen. Wahrscheinlich sogar. Interessant finde ich auch, dass ich noch die anderen drei Spieler gar nicht getroffen habe. Das ist sehr witzig. Wissenschaftssieg führe ich mit 19 Technologien. Da bin ich ganz gut dabei. Und Religionssieg, weil ich 4 bekehrte Städte habe. Weil mein Glauben pro Runde schlechter ist als bei den Franzosen. Also der Franzose macht mir momentan jetzt hier die meisten Sorgen. Der hat auch in der Gesamtliste, Gesamtpunktzahl, momentan 137 Punkte. Der ist quasi besser als ich. Das war mal vor einiger Zeit nicht so. So. Ich würde gerne... Na, egal. Da bewegst du dich halt. Wenn es schön macht. Ah ja, das war klar. Jetzt haben die Römer ihre Religion gegründet. Buddhismus. Und der natürlich gleich meinen... Oh. Ephesus ist leider auch nicht mehr in protestantischer Hand. Das ist natürlich schade. Hör zu, fremde Weiber, die in irgendwelchen Tümpeln hocken, sind keine Basis für irgendein Regierungssystem. Ihr könnt doch nicht im Ernst behaupten, ihr hättet die Macht, nur weil so eine wässrige Schlampe euch ein Zepter in die Hand gedrückt hat. Monty Python. Ein Wunder. Monarchie. Ritterlichkeit. Gotische Architektur, Wirtschaft. 15% Wunder. Gut. Also. Das ist neu. 100% Produktion für schwere und leichte Kavallerie. Mittelalter, Renaissance und Industriezeitalter. Und dann habe ich hier... Monarchie neuerdings. Die hat... Oh, die hat richtig viele Plätze. Oh. Oh. Aber hauptsächlich meine Militärplätze. Aber 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Habe ich da irgendwas Militärisches, wo ich sage, boah, das wäre cool? Eigentlich nicht. Ansonsten ist die Monarchie als Militärgeschichte schon echt nett. Die Demokratie wäre was für mich. Fällt mir gerade mal so auf. Ja. Was machen wir jetzt? Dann. Geht's denn überhaupt zur Demokratie? Das ist wahrscheinlich ganz hinten irgendwo. Ach Gott, Gott. Kommunismus wahrscheinlich. Demokratie ist ja 46 Runden noch entfernt. Himmel hilf. 100% Nachbarschaft für den Industriebezirk. Gold durch jeden gesamten Stadtstaaten. Hört sich auch nicht so schlecht an. Gut.
Kultur und Wissenschaft durch internationale Handelswege. Mhm. Errichtet 4 Handelswege. Mhm. Ah, dann muss ich erst den Feudalismus machen. Baut 6 Bauernhöfe. Ja, das kann ja noch dauern. Erstmal holen wir uns hier noch so ein... Oh, geht gar nicht. Da fehlt jetzt wieder ein Wohnraum. Ach, jetzt geht's. Ja, ich muss wieder Ephesus in meine Hand bekommen, ne? Hören, bauen, kämpfen. Ein Joker-Politikplatz für die verbotene Stadt. Das ist natürlich auch krass, ne? Gehen wir auf Druck. So, was machen wir jetzt mit dir? Hm. 4 Runden, was kriege ich dafür? Machen wir das mal. Dann gehst du... Nein, das wollte ich nicht. Falsch. Dahin sollst du. Du sollst dahin und eine kleine Verknüpfung bilden. Dann geht's in die Richtung. Wo hat denn der sein Siedler jetzt hingeschickt eigentlich? Das sehe ich jetzt gar nicht mehr. Also irgendwo dann in die Gegend oder hier runter. Aber wahrscheinlich eher danach. Ah, ist schon gegründet, okay. Da oben. Okay. Ja, was soll ich denn tun? Denunziert. So, was hast denn du? Ein Aquädukt. Ah ja, damit haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Wohnraum. Das ist gut. Und das ist gut. Arena. Für den Unterhaltungskomplex. Plus 1 Annehmlichkeit durch Unterhaltung. Hm. Ja, das Industriegebiet. Heilige Städte wird er mir anbieten.
Ach so, den Mordsbonus sehe ich jetzt da eigentlich auch nicht. Plus 2. Kolosseum. Mhm. Ein Wunder. 35 Runden. Um Gottes Willen. Markt könnte ich mir vorstellen. Die Wassermühle. Dreier hat sich bei Katharina für die Information bei der Agenda Optimus Princeps bedankt. Okay, jetzt Versprechen gehalten, ja, das ist doch nett. Ich werde wahrscheinlich bald mal... Ach, jetzt ist es ja doch wieder. Nein, das wollte ich nicht. Okay, diese Projekte kann man wohl immer wieder machen. Mhm. Einen Gesandten schicken. Ah. Dann schicke ich ihn nach Stockholm. So, und das bedeutet jetzt... Jawohl. Genau. Ah, steht's ja auch. Bin in drei Städten der Suzerän und... Ihr hier könntet die Nächsten sein. Das ist doch echt toll. Was ist das? Ein Rambock. Also der Franzose, der scheint mir auch ein bisschen kriegerisch drauf zu sein. Was ist das? Handelsposten erstellt. Ich weiß aber nicht, was der mir bringt. Okay, eine Route ist aufgehoben worden, aber die 14... Rom ist natürlich auch sehr interessant, ne? Ich glaube, das mache ich mal hier. Oder hatte ich das nicht schon gehabt? Vielleicht ist doch aufgehoben worden eben gerade. Die möchte ich ja fast gar nicht verzichten. Ja, genau, bring deinen Glauben nach da oben hin. Von der Socke. So, wir wollen nach da oben. Erstmal so dahin und mal gucken, wie es dann weitergeht.
Theokratie. Warum ist die Renaissance vorangeschritten? Na toll. Ist da wunderbar. Wir haben eine neue Möglichkeit gefunden, unsere Landwirtschaftserträge zu steigern. Um sie zu nutzen, sollten wir zwei Bauern... Eureka! Die feudalen Herren in eurem Reich rufen nach einem Streit, der die Länder verteidigt. Könnte es ein gepanzerter Ritter sein? In der Demokratie zählt die Entscheidung des Volkes. Im Feudalismus entscheidet der Herrscher über sein Volk. Mhm. Jetzt hat er sich auch mal vom Fleck bewegt. Das finde ich auch sehr witzig. So. Ja, ich habe sie überzeugt. Inspiration, die übrigens auch sich vom Krieg große Fortschritte gemacht. Das ist ja auch nett. Bordeaux könnte ich mir als nächstes schnappen. Paris wird es ja wahrscheinlich eh nicht werden. Weil das ist ja hier stark steigend. Wahrscheinlich wegen der Nähe zu Paris. Na, wieder. Das ist jetzt ein Barbar mit Katapult. Was, Franz? Die Franzosen, also versprechen keine Städte zu kommentieren gegenüber euch gebrochen, ja? Siehst du mal, so sind sie, die Franzosen. Aha. Damals doch wieder. Das könnte natürlich auch Probleme dann geben beim Römer. Aber wenn er sich so laden kann. Weiß es ja nicht. Oh, eine große Persönlichkeit. Welche denn? Johann Sebastian Bach, großer Musiker. Kleine Fuge in G-Moll. Suite für Violoncello. Nummer 1, G-Dur. Mhm. Quatsch, wie komme ich auf Bach? Ich bin hier, beim großen Schriftsteller. Entschuldigung. Das Tagebuch der Dame Murasaki. Geschichte des Prinzen Genji. Ja, Rom weggeschnappt quasi. Sieht's eigentlich hier bei den anderen Sachen aus. Großer General. Da habe ich nix. Hier Jakob Fugger, der große Händler. Quer zwei Gesandte. Würde mich auch interessieren. Isaac Newton. Franzosen sind überall irgendwie vorne mit dabei, ne? Okay, Michelangelo, da komme ich gar nicht ran. Aber hier. Dieser Schriftsteller ist von unserer Zivilisation inspiriert und in unser Land gekommen, um große Literaturwerke zu... Ja. Und wohin?
Wohin kann ich dich denn jetzt bringen, dass du da was tust? Du musst Bezirk oder Wunder besetzen, das einen leeren Platz des richtigen großen Werktyps hat. Ich weiß gar nicht, ob ich sowas überhaupt habe. Oh, was hast du gebaut? Den Aquädukt? Ah ja. Das ist natürlich prima. Den Markt. So, wo bist du jetzt? Ach, da unten. Und so, und du sollst ja jetzt hier bekehren. Ich glaube, das hat nicht funktioniert. Naja, immerhin. Einen. Einen hat's bekehrt. Warum verändert ständig die Politik? Ja, Wahnsinn. Was ist hier los? Ach, schade. Die Römer schon wieder. So, da ist leider auch nichts zu wollen und in Ephesus wird es auch nicht anders sein. Ja, dann. Schlecht. Was mache ich mit dem? Was kann ich mit dem anfangen? Rom hat in Rom Petra gebaut. Großes Weltwunder. Ja, ich weiß auch nicht, was wir mit dem machen. Also ich brauche irgendwie ein Gebäude, das ein großes Literaturwerk beherbergen kann. Was könnte das wohl sein? Keine Ahnung, was das sein könnte. Und er sagt ja immer noch, ich soll hier die Städte. Ja, Ephesus. Inspiration. Okay, das ist erledigt. Dann würde ich vielleicht mal eine Werkstatt bauen, damit ich ein bisschen mehr produzieren kann, weil das ist ja schon ein bisschen doof. Und dann kann man ja mal gucken, dass wir danach den Aquädukt bauen. So wäre jetzt der Plan für die nächste Zeit. Ja, und alles andere.
Alles andere in der nächsten Runde. Bis dahin, auf Wiedersehen.